Na gut, soll mir recht sein. Oh oh, das ist dumm gewesen. Ich habe mich verleiden lassen. Die Gier. Die Gier kostet mir das Leben. Servus Leute zum weiteren Part unseres lustigen Chiana Sisters Troll Hack. Wir sind mittlerweile in der Stage 22 angekommen und kämpfen uns nach vorne. Ja, es gibt hier einige Troll-Elemente in dem Hack. Hier ist zum Beispiel eine von der Bubble. Ist das Böse hier? Der Bubble will gebasht werden. So. Und schon falle ich durch. Verdammt. Muss ich gucken, wie das hier funktioniert. Das ist wieder trollig. Hier haben sie sich einiges... Oh, wir haben den Check the Point erreicht. Im vorhergehenden Level gab es ja keinen. Dafür gibt es hier gleich einen am Levelanfang. So, auf den Gummizipfel aufpassen. Der ist nämlich unkaputtbar. Unkaputtbarer Gummizipfel. So. Dich bashen? Oh, jetzt dachte ich schon. Das wäre jetzt fast... ein Grafikfehler tot gewesen. Die Piranha taucht doch noch nicht mal richtig ins Wasser ein. Was ist denn das hier? Ups, ups, ups. Und Gumba Galumba mit Ohren. Geschafft. Ja, der Hack kostet durchaus Nerven. So ist es nicht. Er ist anspruchsvoll, trollig, schwer. Und er ärgert mich. Er ärgert mich auf ganzer Linie. Wir kassieren hier mal alles, nur so zum Spaß. Gummizipfel schon wieder. Ich mag sie ja nicht. Erinnert mich ein bisschen an Sprinkies. Diese lustigen... Oh, verdammt. Diese lustigen Teile, die... So Federspiralen, die Treppen runtergehen. Kennt ihr die Teile noch? Ein Sprinkie? Weiß nicht, ob es dafür einen deutschen Namen gab. So. Geh weg. Gummizipfel. Oh, 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 Mann. Mann. Ah, oh, hier ist nichts drin, ist ja geil. Oh, wir kommen. Oh, oh, schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir, jawohl. Ups, Mann, Biene. Da unten wäre ein Bonusraum. Da scheiße ich es mal drauf. Und warum sind die Itemblöcke alle leer? Verdammt nochmal. Shatgunner-Item. Und warum ist da oben ein halber Block? Und warum und wieso und überhaupt? Und könnte es so? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und Bienen und verdammt. Der Tod lauert überall. An jeder Ecke. Das sind, glaube ich, alle so Pixel-Rassisten. Nur ein toter Pixel ist ein guter Pixel. So. Oh, die Biene. Die Biene. Oh, komm schon. Die Bienen hier sind ja mies. Wo soll ich denn da hin? Wie kann ich denn die triggern? Wenn doch da unten der Boden abbröckelt. Das ist mies. Das ist eine miese Scheißstelle. Wieder mal angekommen an einer miesen Scheißstelle. Gibt's ja so wenig hier in diesem Hack. Gott sei Dank. Sonst würde ich mir noch Sorgen machen. Sonst könnte ich noch glatt auf die Idee kommen, es würde sich hierbei um einen Scheiß-Hack handeln. So. Geschafft. Stage 24 oder so. Sind wir? Hallo? Ja, Stage 24. So, ich weiß, in späteren Stages, in späteren Stages gibt es Wiederholungen einzelner Level. Ich habe mich damals beim ersten Mal zocken gewundert. Es gibt keine Items mehr, die ganzen Blöcke sind leer. Haben sie vergessen, die da rein zu programmieren oder was? Mann, ja genau, es sieht aus wie unfertig.
Sieht aus, als hätten sie das Level unfertig hinterlassen. Komisch. Komisches Level gewesen. Als hätte da oben eine Spinne hingehört oder sowas. Und sie haben sie einfach vergessen. Zusammen mit den Items in den Blöcken. Na gut. Soll mir recht sein. Oh oh, das ist dumm gewesen. Ich habe mich verleiden lassen. Die Gier. Die Gier kostet mir das Leben. So. Also aufpassen, Dosten, auf den Gummizipfel. Da ist er. Da ist er, der Lackel. Kommt nochmal eine. Hä, wo stecke ich da fest? Hä? Ach, dann ist hier wohl ein Item drin. Muss ja. Sonst wird es hier nicht rauskommen. Genau. Interessant. Interessant. Aber wenn hier zu wäre, könnte das Item mir nicht aus der Box raus. Ist ja interessant. Verdammt. Und dieser Speedy-Käfer, nachdem Gianna ja so arschlangsam ist, soll mir hier diesen Speedy-Käfer bashen. Geil. Gummizipfel. Gummizipfel. Hier geht's nämlich nicht. Na gut. Na gut, na gut. Holen wir uns das Item und schauen, dass wir den Käfer bashen irgendwie. Irgendwie. Alter, der einer eine Waffel. Geschafft. Jetzt töten wir dich. Du bist nicht kaputtbar. Du bist einer von den bösen Jungs. Oh, wir müssen übers Feuer. Und dann müssen wir da drüber. Oh, geschafft. Ist das böse. So, Gumba Galumba. Ist hier was drin? Vermutlich nicht. Aber wir müssen oben lang. Kann ich da rein? Ich weiß es nicht. Ja, ich kann da ran. Ich kann da rein. Hier hin? Es geht nicht. Nein, ich muss an den Rand. Na gut. Learning by doing. So, wir sind wieder hier. Daher. Und jetzt einmal ins Wasser bitte und dann an den Rand springen. So. So, oh verdammt, warum bin ich jetzt gestorben? Ich war doch geil an der Spitze. Gianna, hast du mit der Hand auf die Spitze gelangt? Die war bestimmt giftig. Oh, das geht nicht. Ich dachte jetzt, ich kann da so locker flockig rüberspringen. So Coolio-mäßig. Wisst ihr schon, so. Ich hab Skill und so. Aber es reicht nicht. Der Sprung ist zu wenig. Na gut. Müssen wir unten drüber und oben auf und sowieso und überhaupt und ab ins Wasser und an den Rand und Biene und aufpassen, Dosten. So. Jetzt daher. Ups. Und Fuckbug. Mann. Nervt mich dieser Fuckbug. Und schon die vermaledeiten Piranhas wieder. Wo sind die böse? Ups. Kann ich da drauf stehen oder falle ich da durch? Ich habe keine Ahnung. Ups. Alter Schwede. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich da durchfall. Nein. Oh, das war der Levelausgang. Das dachte ich schon, das wäre wieder eine Sackgasse gewesen. Was wäre denn passiert, wenn ich drüber gesprungen wäre? Wahrscheinlich wäre ich da dann festgesessen. Mann, Biene, Mann. Und diese Biene, die ich meine, die heißt Mann. Das Game stresst. Biene. Wie kommt man bitte an die Diamanten da unten? Gar nicht. Biene. An die kommt man überhaupt nicht ran. Die sind ja auch mal so sinnlos wie ein Babsei-Zipfel. Mann. Kein Item. Ich würde gerne mal wieder ballern können. Und schon ist es weg. Das kriegt man doch niemals. Nein, hier drin kann man nicht stehen. Na gut. War ein Versuch wert. Hätte sein können. Hinterher ist man immer schlauer und so weiter und so fort. Stage 26. Dritter Part Stage 26. Den dritten Part gab es im Original gar nicht. Es gab nur zwei. Hammer. Inklusive Fazit natürlich. Also seht ihr mal den Unterschied. Das Game ist durchaus ein bisschen schwerer. So, jetzt ganz nüchtern. Komm, spring halt, Gianna.
Sie wollte nicht. Unsere Emanze hat sich geweigert. Nein, ein Mann möchte, dass ich springe. Ich springe doch nicht auf Kommando. Unsere Hardcore-Emanze? So eine... Verdammt, Biene! So eine Feministin? So ein Feminazi? So. Probieren wir es nochmal. Dieses Level ist knackbar. Wir waren auch schon... Jawohl. Wir waren auch schon so ziemlich am Ende, habe ich gesehen. Das schaffen wir schon noch. Das kriegen wir noch hin. Ich habe mich in der Zwischenzeit immer noch nicht schlau gemacht drüber, wann dieser Hack erschienen ist. Muss ich direkt einmal machen. Würde mich selber interessieren. Da es, wie gesagt, irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er rauskam. Zu einer Zeit... Oh, Gummizipfel, Mann, ist das gemein, Alter. Es kam auf jeden Fall auf den Markt, dieses Game. Als man noch 5, 25 Zoll Disketten hatte. Die großen Lapprichen. Die so schnell kaputt gehen. Scheißbiene! Die so schnell kaputt gegangen sind mit der Magnetfolie drin. Wer nicht weiß, was ich meine. Einfach mal googeln nach Diskette 5,25. Dann wisst ihr, was ich meine. Die musste man mit einem Locher lochen, um sie beidseitig bespielen zu können. Das war schon geil. So, und jetzt muss ich aufpassen auf den Gummizipfel. Geschafft. Huhaha. Hi, Happen. Huhaha. Nein, Zipfel, Happen. Huhaha. Geschafft. Stage 27. Stage 27. Es dauert immer länger, bis die Level geladen haben. Und geil, und schon wieder ist er da, der Gummizipfel. Mein Freund, der Gummidildo. Dildo hat dich lieb, und wenn es auch mal Tränen gibt. Oh oh, sie kommen im Duo-Pack. Sie wollen mich Double Penetrations. So. Oh, genaues Item. Beim Fuckbug, das ist aber ungeil. Und. Oh, geschafft. Oh je. Das machen sie gerne hier, so abbröckelnder Scheiß mit Piranha-Pflanzen, Fische, und schon bin ich tot. Abbröckelnder Piranha-Fische-Scheiß. Geil. Auf ein neues. Habe ich jetzt hier ein Dingens erreicht, den Checkpoint oder so? Durchaus möglich. Hier ist nichts. Hier ist nichts und da ist nichts und dort ist überhaupt nichts. So, auf. Rüber. Runde. Auf. Jawohl. Oh, schön in die Mitte springen. Oh, auf dem Fuckbug. Gummizipfel auf Doom. Nein! Chakaroni! Der Zakaroni hat mich in den Fuß gepiekst. Voll in die große Zehe. Mann, oh Mann. Ich krieg kein Item mehr. Hier kommt keins mehr. Na gut. So. Daher. Na, Alter, ist das mies. Es ist schon ein bisschen böse hier. Aber es wird noch böser. Ich weiß es. Ich weiß es, Leute. Ich weiß es noch. Es wird noch böser. Das hier ist nur quasi zum Aufwärmen. Die Aufwärmphase vor der richtigen Kacke. So. So. Nein, genau. Ach, Mino. Chiana wollte nicht. Hat sich mal wieder verweigert. So. Anders positionieren. Und los geht's. So. Daher rauf und darauf. Ein Traum. Und nüber. Mensch. Daher. Fuck, Bug bashen. Und jetzt auf den Gummizipfel aufpassen. Geschafft. Wo ist der Levelausgang? Ich glaube, der ist da gewesen. Jawohl. Der Levelausgang ist in diesem Hack im Übrigen auch nicht immer ersichtlich. Das finde ich schade. Das finde ich schade, dass so wesentliche Elemente aus Chiana Sisters entnommen wurden. Man hat bis jetzt ja immer gesehen, wo der Levelausgang ist. Hier muss man raten. Finde ich nicht okay. Gut, es sollte was Neues sein, aber trotzdem. Gefällt mir nicht, die Idee. So.
Was auch schon lange nicht mehr dran war, war diese Plattform, die nach unten fährt. Als Levelausgang. Gab's, glaube ich, hier noch gar nicht. Es waren immer nur schwarze... Ups! Verdammt! Warum hat er mich jetzt trotzdem noch getötet? Mann, so ein Scheißball. Stage 28, Leute. Und kein Item mehr. So. So. Und abbröckelnde Piranha-Scheiß. Und ein Blockkacke. Und Bienen. Ist ein bisschen eintönig momentan jetzt, die ganze Schoße hier. So. Oh, das war Glück. Das war Glück. Geschafft. Stage 29. Stage 29. Jetzt müsste langsam aber sicher der Hardcore-Scheiß beginnen. Genau, das war das hier. Genau, mit Sackgassen. Komm, bleib da. Schade. Der Gummizipfel ist nicht da geblieben. Mann. Das heißt, wir dürfen jetzt 80 Sekunden warten, bis wir sterben. Geil. Na, trinke ich doch mal was. Auf euer Wohl, Leute. Und vielen Dank, dass ihr eingeschalten habt. So. 60 Sekunden noch, oder 60 Giana-Sekunden. Es ist... Diese Sackgassen, die sind einfach nur nervig. Das hätten sie anders lösen müssen. Zumindest irgendwo... einen kleinen Zaccaroni oder ein bisschen Feuer oder irgendwo die Möglichkeit geben, sich töten zu können, wenn sie schon Sackgassen als Schwierigkeit einbauen. Man sieht's ja nicht. Man läuft blind links durchs Level und muss sich den Weg erraten. Finde ich ja schon schwer genug. Schon fast eine Frechheit eigentlich in so einem Game. In einem Game, in dem man nicht nach links kann. Solche Sackgassen einzubauen, aber was soll's. Da es nicht anders möglich ist, nicht anders umsetzbar war, zumindest die Möglichkeit dem Spieler geben, sich selbst zu töten. Diese Timeout-Warterei, die nervt. Da habt ihr das Game verkackt. New Wave, ihr habt verschissen. So, müssen wir oben lang. Gehen wir oben lang, oder war das auch falsch? Muss ich jetzt nochmal warten? Nein. So, gucken wir mal kurz, ob hier ein Item ist. Natürlich ist da keins. Doch, hier ist eins. Ein Traum. Sie haben es nicht vergessen. Und du, die Bienen, Alter. Bienen. Komm ich da hin? Ja, es geht. Ach, genau. Verdammt, ich wollte zurückspringen. Weil da der Gummizipfel kommt. Und schon war ich down. Ungeil. Aber wir sind hier wieder. Das ist schon mal positiv. So, kann man den Gummizipfel irgendwie triggern? Ups. Doch, es geht. So, kommt nochmal einer? Nein, warum nicht? Habt ihr nicht dran gedacht, da nochmal einen hinzusetzen? Oder sind euch die Ideen ausgegangen? Oder war das euch dann zu viel der Trollerei? Ich gehe da nicht rein. Am Ende komme ich nicht wieder raus. Nee, das machen wir nicht. So, Diamantengeil sind wir dann auch wieder nicht. Sonst stecke ich wieder fest. Stage 30, Leute. Stage 30. Wir nähern uns dem Ende. Oben lang, unten lang, keine Ahnung. Ach, jetzt kommt dieser Rade mal mit Rosenthal-Abschnitt. Aber hier ist es wenigstens möglich, sich zu töten, oder? Oder? Mache ich das Maul schon wieder auf? Gehen wir mal oben lang. So. Scheiße. Unten war doch richtig. Unten war doch richtig. Man weiß es nicht. Es sah so nach Abgrund aus. Und da der Weg ziemlich flach ist, ist es durchaus möglich, dass man nicht über den Abgrund kommt, aber es geht schon. Verdammt, es geht nicht. Minimalistische Einblockkacke. Das ist ja noch weniger als ein Block. Das ist ja ein Zehntelblock. Zehntelblockkacke. Mann. So. Erstmal den Gumba weg. Mann, ist das mies. Gerade mit der Rutscherei von unserer Giana. Das ist geil. Aber oben lang geht's doch überhaupt nicht. Na, man kommt oben nicht rüber. Bin ich überzeugt von, dass das nicht möglich ist.
So. Mal kurz über dem Abgrund gestanden und ist nichts passiert. Laufe ich jetzt richtig oder laufe ich jetzt wieder in den Tod? Ich habe keine Ahnung, Leute. Wenn ich noch ein bisschen weiter vorgehe, gibt es sowieso kein Zurück mehr. Ah, es ist egal. Hahaha! Witzler geschissen? Haben die Entwickler ein Witzler geschissen? Und mal kurz den Boden weggemacht. Also müssen wir in die mittlere oder obere Plattform. Damit wir drüber springen können. Mann. Dürfen wir den Scheiß hier nochmal machen? So. So. Gehen wir da lang. So, und gucken, dass ich da oben irgendwie raufkomme. Es geht. Es geht, es geht, es geht, es geht. Und schon bin ich down. Verdammt. Kurz vorm Ziel hat mich die Biene ausgenockt. Diese dumme Scheißbiene hat mich vollkommen aus dem Konzept gebracht. Mann, die ist mies platziert gewesen. Oh, kein Item. Egal. Wir brauchen keins. Es ist sowieso unnötig. So. So. Mann, Gummizipfel auf Dom. So böse. Also nochmal. Ja, ist dann sowieso letztes Level für diesen Part. Wenn ich dieses Level geschafft habe, wird der Part beendet. So wie immer halt. So, und über, 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 und über, 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 und daher und lang. Ach, Scheißbiene! Die nervt mich erst, die Biene. Jetzt bräuchte man halt echt die Erdbeer oder die Himbeer. Um sie abzuballern, halt, ich muss oben lang. Nein, 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 ich muss unten lang. Falsch. Da müssen wir durch. Dosten. Du bist doch erst hier. Erst hier und dann da. Schon war ich weg. Na, die Stage 30 ist. Da wollen sie es wissen, die Jungs. So. Oben lang. So. 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 Nein, ich hätte nach rechts müssen. Aber ich habe mir schnell getraut. Da die richtige Strategie finden, ist nicht einfach. Ist nicht einfach mit diesem Gummizipfel des Todes. Ah, der Penetrator. Das ist auf jeden Fall der Penetrator, der ist penetrant. Mann, oh Mann. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wird's ein paar in Überlänge? Ist auch okay. Aber dieses Level wollen wir noch schaffen. So nicht doschten, so nicht. Ah doch, der Hack ist stellenweise schon extrem. Extrem übertrieben. Wie Hacks nun mal gerne sind. So. So. Habt ihr gesehen? Chianas ist das Moonwalk. Passiert öfter mal. Auch im Original war das so. So. So, und drüber und drüber. Ach komm, diese scheiß Biene nervt mich. Was soll man denn da machen? Wie soll ich denn derer entkommen? Diese Biene nervt mich. Ich schaff's ja auch nicht gleich am Anfang zu töten. Verdammt, abgeschmiert. Jetzt bin ich gespannt. Wie komme ich an der Biene vorbei? Scheiß Biene. Die Biene nervt. Muss ich mir was einfallen lassen? Ich bin mir bloß noch nicht ganz sicher, was. So, Item. Komm, geh auf. So. Kann ich dich irgendwie weglocken? Oh, sie ist weg. Die Biene ist weg. Das ist geil, das ist geil. Hurra, hurra, die Biene ist weg. Wir haben es geschafft. Ich musste sie quasi enttriggern oder sowas. Okay, Leute, ich beende den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eier Doschten.